Wenzel, man sieht dich auf YouTube, ist das okay? Ja. Hallo Ali, wir sind wieder da im Auto mit Anhänger. Das seht ihr demnächst am Dienstag, außer es gibt große Probleme, dann seht ihr es demnächst nicht am Dienstag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Neulenkbach-Vlog. Ein bisschen Spaß muss sein. Ha, wunderbar. Wir starten gerade beim Post AG Dingsdibumsdi und fahren weit weg. Das war der Anhänger. Ah, der Anhänger hängt am Gehsteig, da muss man aufpassen. Ich habe einen Anhänger mit. Du hast einen Anhänger mit. Ich habe einen Anhänger mit. Der Anhänger hat jetzt gerade getestet, ob das Rad eine Gehsteigkante aushält und ja, tut's. Wunderbar, ich bin begeistert. Ja, ich wollte mich ein bisschen zu den Vlogs von den letzten Tagen äußern. Da habe ich ja so ein bisschen gesprochen, wie es mir so geht, wie es sich so entwickelt hat und habe damit bei einem Kollegen höchstes Entsetzen ausgelöst. Ich muss sagen, bin ich ein bisschen traurig, dass der Kollege sich da eine Meinung bildet, ohne mit den betroffenen Personen zu sprechen. Habe ich jetzt mal aufgefordert, bin gespannt, ob er es tut. Tja, so ist es. Ich habe ja keine Hemmungen, ihr wisst Bescheid. Ich werde da mal kurz abbiegen, dann werden, ach, das wäre eigentlich blöd, wenn man gerade über den Berg fahren würde. Ha, wir haben ja keine Hemmungen. Links abbiegen, dann rechts halten. Da steht jemand im Warnsignal mit Körper. Ah, der teilt Zettel aus. Den könnte ich meine Zettel dazugeben. Der soll meine Zettel mit austeilen. Oder? Das wäre auch schön. Halten. Zettel austeilen. Ja. Unter anderem hat man mich aufgefordert, dass ich mir einen Job suchen soll. Ich wollte mal kurz klarstellen, ich habe einen Job. Ich bin selbstständig im EDV-Bereich und für einige Kunden sehr akut und schnell da. Und selbst wenn ich gerade nicht da bin, bin ich für die Kunden da, weil ich immer mein Werkzeug mit habe. Außer heute, heute habe ich kein Werkzeug mit. Naja, mein kleines Werkzeug habe ich mit, worüber wir dann gleich nochmal reden werden. Ja, also ich habe einen Job und tu was. Ja, ich verdiene nichts. Aber ich habe einen Job und ich tu was. Ja, nichts verdienen stimmt jetzt nicht ganz natürlich. Ja. Ein paar Euros bleiben zum Beispiel. Die Stromrechnung kann ich vom Firmenkonto bezahlen, wenn ich genug Privateinlagen mache. Das ist überhaupt kein Problem. Also das Firmenkonto ist nicht so im Minus, dass man nichts mehr bezahlen könnte. Ja, also alles wunderbar. Alternativ dazu gebe ich auch verdammt viel Geld aus für unnötige Sachen, so auch heute, was ihr vielleicht irgendwann an einem Dienstag sehen werdet. Aber es macht Spaß und inzwischen bin ich der Meinung, dass das Leben Spaß machen auch muss. Ja, das ist der Plan. Also, ich schlage vor, ihr macht es auch was, was euch Spaß macht. Nehmt weniger Rücksicht auf andere und mehr Rücksicht auf euch und eure Familie, denn die Familie ist die Familie. Die Familie ist das Wichtigste. Und die Familie muss beschützt werden. Das ist das Thema. Außer ein Familienmitglied richtet sich in eine andere Familie aus, dann ist es nicht mehr Mitglied deiner Familie. Unter die Familienrede. Vergiss das nicht. Das betrifft vor allem Frauen, die aus der Familie ausheiraten. Ja, damit wir das auch geklärt haben. Jetzt machen wir mal die bunten Wolken und die schöne Musik, die eigentlich blau ist, und dann reden wir weiter. Ich habe jetzt kurz mal da auf Weitwinkel geschaltet. Meine Frau ist gerade voll begeistert. Willst du auf YouTube? Ja. Jetzt haben wir schon wieder so. Meine Frau hat mir gerade ganz tolle Dinge gesagt und ich bitte sie, dass sie das euch auch sagt. Du aber fängst ohne mal Namen. An zu erklären, wie es dazu kommt, ohne dass Namen. Ich das sage. Wurscht, du fängst an. Du musst es erklären, wie es dazu kommt. Wie es dazu kommt, ist ganz einfach. Es hat jemand in den Kommentaren sich ausgelassen, dass ich so ein schlimmer Mensch bin und
mir einen Job suchen soll, weil meine Frau ist immer so fertig und so arm. Und ich lebe von ihr und das geht so nicht. So irgendwie war das, oder? Dein Kobel, da musst du wissen. Ja, und das ist ganz schlimm und ich bin ein böser Knacker und es bringt ja sowieso nichts, wenn ich den Hof betoniere, weil ja das Kinderkram muss ja nicht der Vatikan sein, dass man Leute durchschleust. Also die Person hat auch noch nicht mitbekommen, dass keine Leute ins Kinderkram kommen. Aber das ist auch der Grund, warum das Kinderkram nächstes Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit keine fixen Öffnungszeiten mehr haben wird. Aber noch nicht beendet ist. Im Gegenteil. Im Kopf spielt sich's total ab, was uns wieder zur Finanzlage bringt. Aber das war jetzt eine Abschweifung. Es geht darum, ich soll mir einen Job suchen, denn die Frau ist so arm und ich soll gefälligst was tun und nicht nur auf ein paar Kinder aufpassen. So? War das so? Ja, so war das. So habe ich das aufgenommen. Ich empfinde diesen Kommentar als relativ sexistisch, denn wenn eine Frau zu Hause bleibt bei den Kindern, dann würde auch nicht der Kommentar kommen, sucht er endlich einen Job. Deswegen empfinde ich das als sexistisch. Was ich jetzt zum Beispiel sehr spannend finde, ich würde es genau andersrum als sexistisch empfinden, wenn jemand einer Frau sagt, sucht einen Job, wenn sie eh schon die Kinder macht. Also das würde ich ja auch höchstgradig anfinden. Mhm. Ja, würde ich jetzt. Aber wir, meine Frau und ich, wir haben selten dieselbe Meinung. Das kann man so ganz. Ich empfinde etwas als sexistisch, wenn man es beim einen Geschlecht machen würde und beim anderen nicht. Das ist sexistisch für mich. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen gefährlich, was du da sagst, denn aus dieser Sicht wäre ja die BH St. Pölten ausgesprochen sexistisch. Inwiefern? Ja, weil die ja permanent der Meinung ist, dass es nicht so gut ist, wenn der Mann bei den Kindern ist. Ach so? Ja. Hast du ja schriftlich, falls ich dich dran erinnern muss. Okay. Ja, ist auch sexistisch, natürlich. Also eigentlich ist das Problem, dass die ganze Gesellschaft, wobei eigentlich sehr irritierend, weil das sind ja hauptsächlich Mitarbeiterinnen, die das schreiben. Aber ja, die Weisheit ist noch nicht vom Himmel gefallen, ja. Also du findest das sexistisch? Ja. Jetzt haben wir wieder eine schöne Diskussion, das wäre eigentlich was für den Sonntag. Was ist eigentlich Sexismus? Was ist das? Und woran macht man es fest? Sexismus ist die Nicht-Gleichberechtigung der Geschlechter. So, das ist Sexismus. Das ist aber eine verdammt einfache Definition. Ja, aber es ist so. Da muss ich jetzt natürlich fragen, was sind Geschlechter? Heutzutage nicht mehr so einfach zu sagen. Also genau genommen kann Sexismus nicht mehr geben, weil ja das Geschlecht in der Form nicht mehr existiert. Weil inzwischen kannst du dir ja, wenn du bei Amazon was bestößt, aussuchen, ob du Männlein bist, Weiblein bist, nichts sagen willst, Transgender bist, transsexuell bist. Was gibt es da noch? Ich habe ja keine Ahnung. Oder geschlechtsneutral. Keine Ahnung. Also, aber es das gibt alles mittlerweile. Ja. Und damit kannst du ja auch nicht mehr ein Verhaltensweisen einer Person, die vielleicht von der Natur aus als das eine oder andere definiert wurde, nicht mehr an eine gesellschaftliche Regel koppeln, weil es das ja nicht mehr gibt. Also ich glaube, das Konzept des Sexismus ist überholt. Also, ja, aber im Großteil der Gesellschaft gibt es das sehr wohl noch. Wahrscheinlich heißt das zukünftig anti-genderfeindlich oder so. Keine Ahnung. Seid ihr anti-genderfeindlich, liebe Freunde der Blasmusik? Wobei, das ist ja auch schon wieder diskriminierend, wenn ich sage Freunde der Blasmusik. Was ist, wenn da einer dabei ist, der die Blasmusik nicht mag? Dann würde der jetzt sagen, du bist sexistisch im Bereich auf, du bist Das ist nicht sexistisch, ich bin sexistisch. Instrumental bin ich da. Ja. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Tja, also eigentlich Kaiserhöhe. Das ist auch sexistisch. Müsste eigentlich Kaiserinhöhe heißen. Oder Kaiserinnenhöhe. Oder? Und da weiß ich nicht, wie man es jetzt schreibt. Mit großen I, mit Sternchen oder mit Platzhalter. Und das ist ja das Nächste, wenn wir schon bei sexistisch sind. Was ist jetzt mit den männlich-weiblich Ansprechpartnern? Genau genommen müsste man jetzt eine Sprachdefinition für jede Art des definierten Geschlechts geben.
es müsste die männlich-weiblich geben, dann müsste es eins geben für die Geschlechtslosen, eins für die Transgender, für die alternativ ausgerichteten sexuellen Geschichten. Also es müsste eigentlich die Sprache, die hinkt nach. Ja. Jetzt haben sie die Sprache so weit bekommen, dass Männlein und Weiblein versorgt sind und man nimmt dabei auf Kinder nicht Rücksicht. Ja, das sei mal klargestellt. Früher war es ja sogar so noch, dass es das Fräulein gegeben hat. Das war eigentlich für die Frau noch intelligenter, weil dann konnte sie gleich sagen, ich bin ein Fräulein oder ich bin eine Frau und damit war schon klar, hallo, lass mich in Ruhe oder geht schon. Warum lachst du jetzt? Weil das deine typische Interpretation dessen ist. Na, entschuldige, was sonst? Warum sollte man denn sonst bei den Mädels definieren, Fräulein und Frau? Das war vielleicht sexistisch. Ja, vielleicht. Und zwar wirklich auf den Punkt gebracht, weil es um Sex gegangen ist. War nicht die Definition? Ja, ist die Frage. War die Definition nicht verheiratet oder nicht? Nicht verheiratet. Gesext? Nein, nicht verheiratet. Nicht verheiratet? Ja. Das macht es natürlich schwierig. Aber früher war ja im Prinzip nicht verheiratet gleichzusetzen mit nicht gesext. Gesellschaftlich betrachtet. Gesellschaftlich. Also in der Theorie. Ja. Gut, zurück zum Thema. Das Thema ist, du findest das Kommentar sexistisch? Ja, es gibt sexistische Anteile daran, ja. Ich weiß nicht, ob der Kommentarschreiberin, muss man ja allgemein halten, das so gemeint hat. Und man muss ja auch klarstellen, die Möglichkeit des Löschens dieses Kommentars ist ja jederzeit möglich. Und ich habe ja auch sehr intensiv, also ich habe noch nie so angriffig, glaube ich, und das war mal angriffig, mir erzählen ja immer alle Leute, dass ich angriffig bin und war, was ja nicht stimmt. Aber bei der Antwort auf dieses Kommentar war ich angriffig, weil ich es einfach als wahnsinnig unreflektiert und kurzsichtig betrachtet habe. Speziell, weil vom Kommentarschreiberin ja schon gekommen ist vor vielen, vielen Monaten, dass ich doch mal klarstellen soll, dass das ein Unterhaltungsformat ist und nichts mit dem Leben zu tun hat, was ja auch so ist. Wenn ich das ernst machen würde, dann hätten wir jetzt gar keinen Zuseher mehr und nicht noch 10, ja? Weil dann würde ich meine Meinung sagen und dann wäre ich wahrscheinlich schon eingesperrt. Deshalb steht ja schon in der Signation, die ihr noch nicht gesehen habt, Unterhaltungsformat. Schaut mal schnell hin, es geht los mit der Signation. Achso, nein, die war schon. Wart ihr jetzt schon? Ich zeige euch jetzt die Signation und dann schaut mal, da steht Unterhaltungsformat. Los geht's! Deshalb finde ich das so arg, ja. Und noch viel ärger finde ich es, sich Meinungen zu bilden, wenn man nicht beide Seiten gehört hat. Darüber haben wir eh schon ausführlich gesprochen, auch im Unterhaltungsformat. Und das betrifft auch Richter. Ganz klare Botschaft. Ich finde das arg. Der Richter hat zwar recht, aber ich finde es arg, dass man sich nicht eine Meinung aufgrund Aussagen anderer bildet, sondern von einer Seite. Das finde ich traurig. Und deshalb ist auch meine Einstellung zum Staat ausgesprochen. Gerade. Ich bin so ein bisschen der Held der Steine im Kleinen. Der hat ja auch so Einstellung. Ach Nino, stört es dich, wenn man dich auf YouTube sieht? Nein, bitte, wundert euch nicht, wenn ich kurz weine, denn es kann sein, dass es mir heute wieder schlecht geht. Ach, das weißt du jetzt schon, dass es dir heute wieder schlecht geht? Ja, denn ich spüre, was spürst du denn? Dass mir wieder der Hals wehtut. Aha, da frage ich dich gleich mal, hast du einen Sackerl bei dir? Hier ist unten eines, bei der grünen Box. Das erwischt du auch? Ja. Der andere hat auch einen Sackerl für den Fall der Fälle? Ja. Sehr gut. War mir schon mal schlecht beim Autofahren. Das wäre auch ein schönes Thema, aber das gehen wir nicht halten. Das wird's lang. Bleib mal kurz noch bei dem Dings.
Was möchtest du noch dazu sagen? Ich unterdrück dich immer. Nein, du unterdrückst mich nicht und ich bin fertig. Du bist fertig. Das ist natürlich jetzt frustrierend, dass sie sagt, sie ist fertig. Das sagt sie oft. Das war sexistisch. Aber das auch. Die Ampel ist so arg. Die ist gerade von grün, orange und rot geworden und hat nicht geblinkt. Ich komme mir vor wie in Deutschland. Ich glaube, da haben sie den Ländercode falsch eingestellt. Ich würde euch das ja gerne zeigen, aber wenn ihr da jetzt stehen bleibt für den nächsten Intervall, werden wir einen Konflikt mit den Leuten hinter uns haben. Zahlen und Fakten für den 29.07.2022. 7.558 laborbestätigte Fälle, 11.278 Genesene und 720,37 Tage-Inzidenz. Ja, geht ja schon wieder runter. Da haben wir heute viel gelernt. Das hat ganz gut geklappt, was wir heute gemacht haben. Das seht ihr dann in der folgenden Dienstage. Und heute ist Freitag, das heißt, es gibt kein anderes Video. Amen, wurscht ist. Müsst ihr auf morgen warten, denn morgen kommt noch ein Kindergarten-Update, habe ich festgestellt. Ha! Habe ich gar nicht mehr gewusst, dass es noch eines gibt. Ja, dann machen wir das so. Ich freue mich über Kommentare von betroffenen Kommentierern innen. Und damit bis morgen. Bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem abfallenden YouTube-Kanal.